Der brennt sich hier nämlich ein zurecht. Aber wir haben genug Holz. Wir haben... Alter Falter, das ist ja Wahnsinn. Wir müssen mal ganz dringend nach draußen und neues Holz besorgen. Dann müssen wir da als nächstes dran arbeiten. Vor allem hier ist ein Loch, da komme ich nicht wieder raus. Stecken wir den da mal so rauf. Da kommt jetzt Kohle, die läuft auch. Hier ist gerade nichts reingelegt. Da kommt noch mehr Kohle. Die können wir da auch noch reinschmeißen. Der muss mal zusehen, dass er fertig wird hier. Zinn hat er drinne. Da hat er noch mehr Zinn und pulverisierten Kupfer hat er auch schon wieder zu fassen hier. Meine Fresse, das ist ja Wahnsinn. So, da kommt Redstone. Jetzt haben wir erstmal wieder Redstone. Das ist doch wunderhübsch. So, als nächstes müssten wir mit diesen Konduits hier eigentlich irgendwie weiter basteln, dass wir bis nach hier hinten hinkommen. Das ist wieder grandioser Deutsch. Das heißt, ich werde den hier hinter irgendwo hochlegen müssen. Dahinter lang, da hinten lang, immer weiter. Und dann da hoch. Damit wir das Engine da auch noch rausreißen können. Das Electric Engine. Habe ich immer noch einen Stein, den ich eben aus der Wand reißen kann? Das hier, das kann ich rausreißen. So. Die können wir gleich wieder wegkloppen. Und dann können wir jetzt eigentlich auch hier nochmal wieder 3 Stacks oben reinhauen. Damit er ordentlich weiter produzieren kann. Und dann geht es jetzt erstmal auf Holztour, würde ich sagen. Ach, die Kekse sind natürlich auch verglüht. Na gut, da können wir uns immer wieder welche von machen. Das ist nicht das Problem. Kakaobohnen. Weizen. So, dann machen wir uns erstmal wieder etwas fertig. 56 Stück, die reichen erstmal. Das lasse ich da erstmal drinne. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal auf Holztour wieder mal. Dann werden wir ja gleich sehen, ob die Sache unten auch mit der Säge funktioniert. Aber das möchte ich lieber machen, wenn es hell ist. Und deswegen gehen wir erstmal einmal pennen. So, dann mal los. Wir haben ein bisschen was im Backpack. Das soll nicht das Problem werden. Den nehmen wir da erstmal weg. Das wird meiner. Blub, 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 blub. Hast du gedacht, ich sehe dich nicht, du Schwein? Ja, ja. Dein Kumpel von denen habe ich nicht gesehen. Aber dich sehe ich. Dich sehe ich immer. Schmeißen wir mal wieder ein paar Setzlinge hin. So, was nehmen wir noch mit? Gucken wir mal. Huch. Da geht's ins Wasser. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir auch mit. Dich sowieso. Ich weiß gar nicht, ob ich unten noch irgendwo Holz rumliegen hatte in größeren Mengen, aber ich denke mal eher nicht. Da können wir uns ja auch nochmal irgendwas mit dem Fässchen ausdenken, wo das dann erst reingeleitet wird und dass die Säge sich das dann nach und nach immer holt, wie sie es gerade brauchen kann. Das wäre ja auch noch fantastisch fast. Wir haben jetzt nämlich schon wieder so viel Stacks Holz hier, wo ich gleich gar nicht weiß, wohin damit. Also mach mal so lange, bis hier unser Buttpack sagt, ich hab nichts mehr. So, jetzt können wir auch schon wieder ein bisschen was aussetzen hier an Bäumen. Man muss ja für Nachwuchs sorgen. Da ist noch ein Setzling, den nehmen wir mit. Immer schön den Baumnachwuchs im Auge behalten. So, haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. Und es geht weiter. Weiter. Immer mehr. Da haben wir auch noch ein bisschen.
So, wir müssen echt zusehen, dass wir irgendwie mit der Holzansteuerung da besser klarkommen, weil so geht das nur langsam nicht mehr. Der hat bestimmt jetzt ins Leere produziert ohne Ende. Was ist das jetzt hier? Das ist hier Eichenholz. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Na, was soll's? So, dann wollen wir hier mal noch absammeln, was hier oben noch rumliegt. So, da ist er. Wo ist hier der nächste? Da ist einer und da ist einer. Da ist noch was. Da ist noch was. Da muss auch noch einer unter sein. So, was haben wir jetzt wieder an Setzlingen hier? Wir haben wieder einiges an Setzlingen. Können wir Eichensetzlinge können wir auch gleich wieder setzen hier. Was soll der Geiz? Wenn wir eins haben, sind Setzlinge. Ordentlich erstmal aufforsten hier. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Das reicht erstmal, bis wir dann gleich mit der nächsten Holztour da sind. Und dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie... Ja. Irgendwas müssen wir uns da basteln. Irgendwas Trickreiches. Na, kommst du hier runter? Fall doch nochmal hier die Treppe runter. So ist brav. So. Das können wir gleich nach unten reinschmeißen. Das geht schneller, als wenn wir das hier erst durch unser Leitungssystem spülen müssen. So. Eichenholz, damit fangen wir an. 1, 2, 3 Stacks Tropenholz und noch einen vierten hinterher. Und dann kann er jetzt hier erstmal ordentlich was bauen. So, hier hinten, die müssten jetzt eigentlich langsam ausgegangen sein, ja. Leise, wir haben hier nicht mehr ansatzweise gerade Strom. Nur noch das bisschen, was jetzt hier noch drin ist. Das wird sich aber gleich wieder füllen, hoffe ich mal. Müsste jetzt eigentlich gleich mal das Holz ankommen. Hofft er zumindest. Hat er noch zu tun? Ja, der hat jetzt gerade Kohle zu fassen. Naja. Da kommt unser Holz. Da hat er schon gesichtet. Da kommt es endlich. Das heißt, wir werden auch gleich die Generatoren wieder anspringen, dann läuft das alles. Sehr schön. Zumindest hier kommt schon mal wieder Strom raus. Ein bisschen. Ja, gut. Dann wollen wir das Laub nochmal über Bord schmeißen. Das brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Das und die Äpfel und den ganzen Blödsinn. Und dann müssen wir noch eine Holztour machen. Wir brauchen mehr Holz, aber dringendst. So, da hinten haben wir ja so einen riesigen Eichenwald. Den können wir erstmal runternehmen jetzt hier. Oha, der ist gleich mehr explodiert. So, gehen wir erstmal auf die Sammeltour jetzt hier. Jajajajaj. Dass das Holz aber auch so schnell alle geht, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Können wir uns vielleicht nochmal ein Enderfässchen untersetzen da? Brauchen wir nur Enderperlen für, die haben wir nicht. Muss ich mal sehen, wie das dann funktioniert. Wir können uns aber, glaube ich, Enderperlen herstellen über Äquivalent Exchange. Das ist auch ein Mod, den ich normalerweise ungern benutze, weil er eigentlich viel zu mächtig ist. Aber für Enderperlen, naja, so viele Sachen brauchen mittlerweile Enderperlen, so viel Enderman kann man gar nicht umnieten.
Eieiei, so viel Holz, was wir jetzt an Holz brauchen hier. Zumindest haben wir hier einen großen Wald, den wir da benutzen können. Ich überlege, dass ich das alles hätte einzeln fällen müssen, Block für Block. Da wird einem ja schlecht bei. Deswegen möchte ich auch bei Fitibis möglichst schnell die Baumschule hinkriegen. Dass wir die da völlig automatisiert haben. Dass die Bäume selbstständig angepflanzt und gefällt werden. Das läuft alles über Forestry. Der Mod ist hier leider nicht mit drin. Und der ist wahnsinnig praktisch, muss ich sagen. Gerade wenn man riesige Mengen Holz braucht. Oder anderes Material, was man normalerweise anpflanzen müsste. Dafür läuft es nämlich auch alles. So, jetzt wollen wir hier nochmal wieder ein paar Eichenbäume ausbringen. Und da alles schön wieder anpflanzen. Holz bloß nicht alles ab und pflanzen nicht nach, Leute. Das ist fatal. Irgendwann braucht ihr das Holz und dann habt ihr keins. Zumindest nicht in den Massen, die ihr gerade braucht. 22 habe ich hier noch, die kriege ich auch noch alle voll. Hier, 2, 1, Ende. Da sind noch mehr. Naja, pflanzen wir erstmal alles dicht. Das gibt aber Holz nachher, das sage ich euch. Hier machen wir auch noch eine Lage hin. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich wieder was. 1, 2, 3, 4 Stacks und einen halben. Dann gucke ich mal, ob ich da hinten noch mehr Holzstämme habe irgendwo. Da müssten wir nämlich auch noch welche von besorgen können. Hier müssten eigentlich noch... Hier haben wir noch Tropenholz drin, das kann erstmal raus. So, und ich möchte ihm unten auch noch beibringen, dass er Birkenholz mit benutzt. Da weiß ich nämlich jetzt gerade nicht, ob wir das schon können. Was ist das jetzt hier? Tropenholz. Tropenholz war das hier. Ah, da haben wir jetzt erstmal wieder 16 Stacks drin. Hier ist schon wieder leer. So, dann Birkenholz sollst du jetzt bitte auch erkennen. Und Birkenholzbretter kannst du dann nachher auch gleich mit durchjagen. Das machen wir andersrum, da kommt erst er hier rein. Sommel, der ist noch beim Tropenholz bei. Gut, zumindest das läuft. Läuft jetzt hier alles gerade von schräg nach quer. Hä? Wieso? Kohle? Wo kommt denn jetzt die Kohle her? Ach, klar! Ja, logisch. Die produziert er hier hinten gerade. Hier, da. Da kommt die Kohle gerade her. Dann dreht die Katze schon wieder durch. Mieps, sagt sie. So, ich würde sagen, das läuft doch erstmal alles. Jetzt haben wir hier noch einen Stack Holz in den Finger. So, das und das, das können wir erstmal einlagern vielleicht. Das Tropenholz können wir jetzt hier oben gleich runterspülen. Das hat er dann nämlich im Dings drinne. Und das Birkenholz spüren wir gleich hinterher. Das sortiert er dann nämlich auch erstmal wieder ein. So, ich würde sagen, unsere Energieversorgung ist erstmal gesichert, bis auf die Stromzufuhr durch Holz. Da müssen wir echt noch dran arbeiten hier. Weil das ist echt ein bisschen wenig, was wir jetzt hier haben. Da haben wir jetzt 20 Stacks drin und hier ist immer noch nichts. Ja. Da müssen wir dann mal sehen, wie wir das am kostengünstigsten machen. Als nächstes werden wir an der Holzanlage hier arbeiten, damit wir über Holz dann wieder vernünftig Strom herstellen können.